Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Hallo und herzlich willkommen wieder bei Devil TV. Hier ist wieder euer Pit und wir spielen für euch eine Runde Horizon Zero Dawn. Das neueste Werk der Killzone-Macher. Ich denke, wir können dann glatt nochmal hochdingsen. Ja, das können wir dann nochmal alles ändern. Zielhilfe werde ich bestimmt auch bei Zeiten wieder ausschalten wollen. So Leute, bei den Extras gibt es noch ein bisschen Zeug. Dann fangen wir doch mal direkt an mit Horizon Zero Dawn. Viel Spaß euch! Lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Da. Ja. Oh, komm schon. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Wast sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Vorne ist irgendwas.
ist das? Ein Toter! Da glänzt doch etwas. Lichter! Überall! Wie macht es das? Eine Metalltür! Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Wie geht die nur auf? Was? Es hängt mit der Tür zusammen. Ein Farbwechsel. Ein Farbwechsel an der Tür. Geschafft. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Meinst du, dir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann.
schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber, gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Xana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Hallo und herzlich willkommen bei Devil TV. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst bitte auch nicht, uns zu folgen unter twitch.tv/deaddevil1991 sowie twitch.tv/nastyscream. Wenn ihr euch für das Unboxing der Collector's Edition von Horizon Zero Dawn interessiert, googelt doch einfach mal Devil TV Presents. Ab heute Abend oder morgen früh spätestens wird das Unboxing online sein. Es ist bereits fertig abgedreht und ja, zieht's euch ab morgen rein. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Also wir finden erstmal ziemlich geil, dass sich die Geschichte tatsächlich so viel Zeit lässt, um sich zu entwickeln. Die Erde wird sich bald auflösen, wie Schnee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich nach hier unten rief, wird ewig mein sein. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du? Als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln. Ich musste wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. So Leute, wir gucken uns nochmal kurz hier um, ob es hier noch irgendwas gibt. Ne, ist alles recht unbeeindruckend hier. Okay, dann machen wir halt weiter. Wir finden es echt schön, wie sich das Spiel tatsächlich Zeit nimmt bei der Entwicklung der Figuren. Oh, der Papa ist da. Rost hat mich gefunden. Super, endlich. Hier unten. Ich... Urmutter
Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Aloy, komm schon. Sammle die Beeren. Ich sagte, sammle die Beeren. Pass auf und sammle die Beeren. Gut, jetzt isst die Beeren. Bäh. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras.
Lass ihn vorbei. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Warte auf ihn. Das war der letzte. Weiter geht's. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir. Hallo und herzlich willkommen bei Devil TV. Vielen Dank fürs Einschalten. Also die Grafik hat mich echt beeindruckt. Wer es nicht weiß, die Engine ist dieselbe wie bei Killzone, Shadowfall und Until Dawn. Finden wir sehr geil gewählt. Fuck, da hinten, seht ihr das? Und ich finde halt diese Blur-Effekt, ja, das ist der absolute Fick. Läufer. Also das ist echt, boah, echt die absolute Härte. Ihr seht es leider nur in 720p, wir sehen es in 2160. Renn. Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Gut, genau so. Die reichen. Folgt mir. Am Arsch, wir nehmen alles mit. Alles, was rumliegt. Man kann natürlich diese Hilfssymbole hier jetzt auch ausschalten, wenn man da Bock drauf hat. Aber ja, ich finde die gut. Jetzt aktuell jedenfalls noch. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mich etwas eingespielt habe, werdet ihr zukünftige Streams dann quasi vielleicht sogar ganz ohne HUD sehen. Erstmal will ich mich ein bisschen mit der Spielmechanik vertraut machen und euch natürlich auch zeigen, was alles möglich ist. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben, der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie fliegt, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt, du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Ach, wo ist der Chef? Aber ungefähr hier, ne? Aloy, wirf einen Stein zu mir. So, komm, jetzt ist es sicher. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Warte, Digga.
Vorher das noch. Vorher das noch. Natürlich auch vorher das noch. Ja, besser ist es. Wait a second. Den brauchen wir bestimmt noch, der da vorne steht, ja? Für den werden wir das wahrscheinlich brauchen. Plündere die Beute, Aloy. Sei aufmerksam. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Gut, dir wird es nie an Pfeifen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Wow. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Im Liegen sehen die absolut klasse aus. Und hier, wenn ich so eine Grafik einfach sehe, diese Blur-Effekte, das ist unglaublich. Die lassen sich so viel Zeit hier gerade beim Einführen der Charakter. Das ist wunderschön. Hier, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, dieses Spiel. Schon der Anfang dieses RPG ist großartig. Aloy. Ein Läufer, eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Weiter feuern! Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht.
muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. Sehen, wo sie hingeht. Fast geschafft. Gehst du ihnen aus dem Weg? Also, ist es kein Spielzeug? Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind ausgestoßen, beide. Und sie... ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz! Und ich... du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit.
Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm!
2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Aloy, du bist hier. Als du sagtest, dass wir jagen gehen, war mir nicht klar, dass ich dich aufspüren soll. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet, oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Worauf wartest du noch? Du musst noch Teile sammeln. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst...
Etwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. 2 Tage. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme. 2 Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Als mein Name gegen den Berg flog, hast du ihn nicht zurückgeschickt. Du hast... Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung.
Bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss? War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und ein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Es geht ganz schön schnell. Bis später.
Okay. Grata sagte, ihre Gebetsperlen seien am östlichen Ausblick. Es ist nicht weit von hier. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Die Jagd ist vorbei. Jetzt kommt der Kampf. Vater mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Sieht interessant aus. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man nicht das Wach. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Bitte. Niemand sonst hilft mir. Willst du nicht helfen? Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr.
Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Krater. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Freu dich, Krater. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Deine Gebetsperlen habe ich auch, nur verliere sie nicht wieder. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata. Vorerst. Urmutter, höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. Lass mich dir zu. Wie das Rascheln des Grases mir dein tröstendes Flüstern bringt. Urmutter.
Schatz. Als sie neu war. Nützlich für eine alte Rezeptur. So, Leute. Ich denke, das war's erstmal für heute von Horizon Zero Dawn. Wir hoffen, es hat euch riesig gefallen. Das Spiel bekommt von uns auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung für euch. Und wir sind wirklich immer noch völligst geflasht von der Grafik. Also die Grafik ist wirklich absolut unbeschreiblich geil. Also wer nur teilweise etwas für The Witcher übrig hat oder für Tomb Raider oder Far Cry, der wird mit Horizon Zero Dawn ziemlich glücklich. Ich hoffe, ihr gebt dem Spiel eine Chance und wir sehen uns auch hier natürlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Devil TV Presents Horizon Zero Dawn Part 2. Das war's wieder von mir, eurem Pit. Bitte vergesst nicht, uns zu folgen unter twitch.tv/deaddevil1991 sowie twitch.tv/nastyscream. Solltet ihr euch auch für ein Unboxing von Horizon Zero Dawn interessieren, wir haben ab morgen das Collector's Edition Unboxing von Horizon Zero Dawn online auf unserem YouTube-Channel. Googelt doch einfach mal Devil TV Presents. Alles klar, Leute, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Pit, euer Devil TV Team. Reingehauen!